Wir haben Pokémon Strahlender Diamant durchgespielt und das nur mit Shiny-Pokémon. Und das hier waren die Regeln. Ich durfte nur Shiny-Pokémon fangen, ich durfte nur mit Shinies kämpfen, alle meine Shiny-Pokémon musste ich selber gefangen haben und die Pension durfte ich nicht benutzen. Das erste Shiny-Pokémon hätte ja normalerweise mein Starter sein müssen. Aber leider kam es anders. Das ist Shiny. Oh mein Gott! Nein! 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 Das war's an der Stelle komplett! Wie sehr willst du Unglück haben? Nein! Das ist sau assi. Das ist sehr, sehr assi. Es ist zwar gut und schön, Shiny Staralili zu sehen, aber es bringt mir halt gar nichts. Am Anfang habe ich keine Pokebälle und deswegen musste ich halt an der Stelle Staralili besiegen. Das Ding beim Shiny Plinthverhand war halt folgendes. Ein Reset hat ungefähr 90 Sekunden plus gedauert. Und dann, nach endlich über 124 Stunden, ist dann letztendlich auch... Seht selber. Ich hoffe, euch geht's allen gut, Leute. Ne? Ich hab richtig Bock auf einen sehr, sehr schönen, gechillten Stream mit euch, ne? Warum nicht? Vor allem, ich esse heute auch nichts, weil wir grillen heute. Deswegen warte ich jetzt, bis wir halt 5, 16, 17 Uhr haben, dann grillen wir. Also heute können wir auf jeden Fall lange streamen, wenn ihr Bock habt. Ne. Warte mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Schü! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bester Spieler EU West! Es geht weiter! Keine 5000 Encounter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Woher kam der? Woher kam der? Woher kam der? Alle haben mich ausgelacht. Jeder von euch. Let's go. Can I get it? Hey, let's go, Mann. Man hat original diese Sekunde gesehen, in der ich nicht wusste, was abgeht. Ich dachte mir so, ist das jetzt die Tageszeit? Weil normalerweise sieht die Plinfer viel, viel dunkelblauer aus. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. Ich habe Shiny Plinfer. Nach 100 Milliarden. Guck mal, man sieht gar nicht, dass er Shiny ist. Ohne Spaß. Eins in den Chat. Man sieht gar nicht, dass er Shiny ist. Aber hier seht ihr es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ja, und nach Shiny Plinfer habe ich auch natürlich direkt die erste Arena erledigt. Auf ganz entspannt. Wie viele Stunden stecken jetzt schon in Shinies generell und in den Run? Also im normalen Run stecken jetzt, warte mal, 19 Stunden, 19,5 Stunden. Aber wir haben auch 124 Stunden Shiny Plinthverhand hinter uns, ne? So, let's go, my boys! Boah, mein Peters kommt so langsam zurück hier in den Boss-Modus. Okay, reicht jetzt. Nee, Alter, du musst echt wieder trainieren gehen, Alter. Auf jeden Fall, Mann. Nee, vor dem Kramox-Account habe ich noch nicht gespeichert. Ey, ihr müsst... Nein! Oder? Nein! Nein! Let's go! Als ob! Als ob! Als ob, Digga! Oh mein Gott! Wir haben Harald! Er ist zurück! Er ist zurück! Oh mein Gott! Ich wollte gerade auf Kampf gehen! Oh mein Gott! Woher kommt der? Woher kommt der? Woher kommt der? Woher kommt der? LOL! Warte mal! Warte mal! Ey, woher kommt der? Woher kommt der Süße? Let's go! Shiny Only Run! Ey, Leute, das zweite Shiny-Pokémon ist im Team. Oh oh! Unser Plinfer entwickelt sich. Leute, es ist soweit. Ich weiß, viele wollen Plinfer sein lassen. Aber nein, wir machen jetzt Empolion. Plimprin draus. Let's go. Sebold. Next level, boy. Na 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 na. Unser Ziel ist unbekannt und überall in diesem Land lauern Gefahren, doch wir sind stark. So, Leute. Jetzt kommt hier der Ewigwald, ne? Mit dem nächsten Shiny. Ich habe voll den guten Namen für einen Shiny Kramux.
Was sagt 1 in den Chat für Alejandro? Also immer wenn ein Shiny Kramux in den Kampf kommt, können wir sagen, Ale Alejandro, Ale Alejandro. Ich glaube, ihr wollt auch alle nach Japan, oder? Seid mal ehrlich. Wo würdet ihr gerne hinreisen? Oh mein Gott! Let's go! Let's go! Oh mein Gott! Nein! Shiny! Oh nein! Warum ist es mein? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, das ist das Problem. Seht ihr? Genau, that's the problem. Shanera muss sofort raus hier. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Oh mein Gott, Leute, woher? Ja! Let's go! Ihr wart alle dabei. Wir haben 3 Shinies, Leute. Ich mach aber trotzdem weiter hier. Ich mach trotzdem weiter hier. Guck mal, ich habe gesagt, ich will keinen Wurmple haben. Was bekomme ich? Ich bekomme einen Wurmple Shiny. Nanu, Friedrich entwickelt sich. Bitte, 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 Shaloko. Bitte, Shaloko. Ja! Let's go! Das ist ein... Wir müssen hier weitermachen. Also ein Shiny holen wir uns hier noch und dann machen wir mit der Story weiter. Egal, was für ein Shiny kommt. Okay, wenn jetzt noch ein Wumper-Shiny kommt, wäre das ein bisschen scheiße, aber trotzdem. Oh, voll süß mit der Musik. Bin ich nicht, das ist gerade nicht voll der süße Moment so mit der Musik. Ja! Muss man einfach sagen. Alles klar! Let's go! Let's go, my boy! Let's go, wir haben Kramux Shiny! Oh mein Gott! Oh, wir haben es, wir haben es! Ja! Das darfst du keinem erzählen! Das darfst du keinem erzählen! Das darfst du kein Shiny Kram... Oh, es tut weh! Es tut weh! Okay, jetzt können wir es fangen. Oh mein Gott, ich mache direkt Finsterball. Ohne Wenn und Aber, direkt Finsterball. Ja, let's go! Leute, let's go, Mann! Let's go! Oh mein Gott! Let's go! No joke! Ja! 4 Shinies! Okay! Wir haben gerade das Best-Case-Pokémon bekommen. Das beste Pokémon. Das beste, beste Pokémon... Was wir, ey, 4! Wir haben 4 Shinies! Uns fehlen noch 2. Wer ist diese Cynthia, Bruder? Wer ist diese Cynthia? Oh mein Gott, was für ein Wesen? Lush, was war was? Oh, Bruder, ich schwöre, unsere Wesen sind gar nicht gut, ne? Ihr denkt euch vielleicht gerade so, boah, krass, der hat einen Shiny Kramux bekommen. Voll heftig und so. Aber bei dieser Stelle ist etwas noch viel krasseres passiert. Etwas, was noch viel seltener ist als ein Shiny Pokémon. Seht selbst. Oh mein Gott, Leute, wir können weitermachen. Bim, bim, bim. Warum ist die Musik so? Habe ich Geburtstag im Spiel? Pokerus? Nein. Nein. Ich glaube, wenn ich einen Shiny habe, was Pokerus hat, dann ist das sogar... Dann die Wahrscheinlichkeit, einen Shiny zu haben mit Pokerus, ich glaube, ist sogar geringer, als im Lotto zu gewinnen. Ich bin mir aber nicht sicher. Pokerus ist gut. Woher habe ich das? Nein! Woher? Warum hat Kramux kein Pokerus? Also, falls irgendjemand das von euch versteht, ich habe keine Pokémon bekämpft, außer gerade eben den Kampf mit Shiny Kramux. Das war das einzige Mal, wo ich ein Pokémon bekämpft habe. Kann es sein, dass ich aus diesem Kampf dann diesen Pokerus bekommen habe und sprich eine Chance von 1 zu 65.000 hatte auf ein Shiny in einem Pokerus-Kampf? Also wenn ihr das irgendwie wisst oder mir das erklären könnt, bitte schreibt es in die Kommentare. Damit du einen Pokerus-Pokémon antriffst oder auch einen Kampf oder einfach nur triffst, 1 zu 20.000, 21.000. So, aber dass dann noch ein Shiny-Pokémon mit dabei ist, das ist eine Wahrscheinlichkeit von einem Universum oder so. Also wenn das irgendjemand auf YouTube weiß, bitte schreibt das in die Kommentare. Ihr müsst ja diese beiden Wahrscheinlichkeiten zusammenrechnen. Oh! Let's go. Oh mein Gott, das sieht voll schön aus, ne? Oh mein Gott, das sieht richtig schön aus. So, Arena-Leiter, let's go. Jetzt kannst du entwickeln, Belitza. Jetzt kannst du entwickeln. Jetzt ist kein Thema. Let's go. Da haben wir den. Oh, Pokami hat mir echt den Kampf gerettet, sag ich euch ganz ehrlich. Sag ich euch ganz ehrlich. Oh mein Gott, war der schnell, Alter. Aber egal.
Vierter Orden. Man merkt aber, wie die dritte und vierte Arena so hintereinander reingerusht sind. Man merkt das übelst, Alter. Mr. 124 Stunden entwickelt sich zu Mr. 125 Stunden. Empoleon Shiny. Let's go! Oh mein Gott, sollen wir uns Gengar holen? Dann haben wir den richtig krassen Attacker. Wir holen Gengar, Leute! Let's go! Stell dir mal vor, der erste Encounter ist einfach ein Nebulak. Nebulak Shiny. Das Geile ist echt die Atmosphäre hier, ne? Wir können durch das ganze Gebäude immer laufen und es kommt nur Nebulak. Alter, ich finde das so geil, ne? Ich liebe so Gruselzeugs, ich schwör's euch. Denkst du, das schaffen wir heute noch? Meinst du ein Nebulak Shiny Hand? Also, dass wir... Du meinst, dass wir Nebulak heute noch Shiny bekommen? Alter, also no joke. Wenn wir Nebulak jetzt heute noch in Shiny bekommen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Mein Lieblingsgruselfilm... Ich fand... Kennst du The Descent 1 und 2? Der war... Das ist so ein Film... Da gehen so Disney's große Pause Halloween Special, auf jeden Fall. Die waren auch aber gruselig, ne? Ich mag so gruselige Filme, ich schwör, unnormal geil, oh. Ja! Nein! 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 Niemals! Niemals! Oh mein Gott, ich hab alles auseinandergenommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Niemals! 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 Das ist jetzt nicht gerade passiert! Das ist jetzt nicht gerade passiert! Ey, oh, oh! Was, Groll? Was will er da machen, Digga? Niemals! Niemals! Sü! Mit der... Ruhig bleiben! Oh mein Gott, das ist jetzt nicht gerade passiert! Das ist nicht passiert, Leute! Iron Ash hat das einmal predicted! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bulma ist gut! Bulma ist gut wegen Blau! Das ist gerade nicht passiert, Alter! Wir haben das fünfte Shiny! Hör auf, Alter! Hör auf! Junge, das kannst du keinem erzählen! Ich dachte mir, no joke, 1000 Encounter easy. Was für? Das war der kürzeste Shiny meines Lebens. Was war das denn gerade? Hä? Nebulak dachte sich so, Bruder, hier kommt gleich ein Trainer rein. Der sucht einen Shiny Nebulak. Laber keinen Scheiß, Bruder. Wirklich? Hier sind seit 20 Jahren sind hier keine Trainer reingekommen. Der sucht wirklich einen Shiny Nebulak? Ja, Bruder. Du musst da um die Ecke gehen. Geh mal in den Raum. Der wird gleich vorbeikommen. Der wird gleich vorbeikommen. Ach ja. Und falls ihr bei der nächsten Challenge live mit dabei sein wollt, dann folgt auf jeden Fall auf Twitch. Erster Link in der Bio. Schaut euch das Wesen an. Also, wer mir jetzt sagen will, dass es irgendwie nichts Paranormales da draußen gibt, Bruder. Einfach, Bruder, hör einfach auf. Eistrahl. Alter, Seebold und ich, ne, wir sind seit Tag auf. Wir sind nach 124 Stunden beste Freunde, ich weiß euch. Aber guck mal, Empoleon macht das echt gut hier, ne? Guck mal, gewonnen. Zauberblatt hat er? Okay. Wir haben den fünften Orden, Leute. Let's go. Oh no. Let's go. Let's go. Zack. Ich finde, die Zunge sieht halt nice aus, so, ne? So im Blau. Er schläft. Nice. Jetzt, wenn er jetzt aufwachen sollte. Wehe, der macht noch einmal Top-Genesung. Wehe. Flinkklaue, nice. Wir haben gewonnen. Oder? Gena, beste Strategie. Beste Strategie. Oh, 6 Orden. Ich schwöre auf alles, ne? Ich war im KDW, ne? In Berlin. Ich gehe zu Gucci. Ein T-Shirt. Ich glaube, ein T-Shirt. Einfach so ein weißes mit so Gucci drauf. Ich denke mal so, ja. Ich will einfach nur wissen, was das kostet, so. Ich gehe da hin. 250 Euro. Niemals bezahle ich 250 Euro für ein Gucci-T-Shirt. Nie. Nein. Nein, Bruder. Niemals, Bruder. Ey, nein. Ne. Nice. Let's go. 7. Orden, check. Nanu, Valeria entwickelt sich.
Oh mein Gott! Let's go! Wir haben Kramchef, aka Valeria. Ich hoffe, wir bekommen heute Shiny Kaumalat. Ey, ich will unbedingt, Leute, ne? Ich will unbedingt Shiny Kaumalat. Ich esse immer gerne Dönerpizza so, ne? Aber Sojuk-Pizza, das schmeckt halt nochmal anders, ne? Wie lange sitzt du an diesem Run? 104 Spielstunden plus 124 Stunden? 128 Stunden. Ne, 228, hä? 200, ne, sorry, da fehlen 100 Stunden. Auf ganz, ganz entspannt. Man kann das machen. Yo! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Leute, wir haben's! Leute, wir haben's! Oh mein Gott! Let's go! Ich denke, was geht ab? Floatball passt sogar. Ey! Nein! Nein! Okay, okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Let's go. Oh, der will, hat hier jemand Stress? Sucht hier jemand Tauchball? Ja, sicher dann. Nein, wir haben schon den Kamerad. Let's go. Letzte Shiny. Ich muss es fangen. Schlitzer, keine Wirkung. Okay, Leute, das kann hier ganz, das geht hier in Richtung Finsterball. Let's go. Oh, warte kurz, keine Wirkung, Leute. Oh mein Gott, wir haben schon den Kamerad, hör auf. Wir dürfen jetzt, ja, ich muss ruhig bleiben, Zimstern, du hast recht, ruhig bleiben. Hypnose, danke schön. Gut, dass du es gesagt hast. Kampf, Hypnose. Danke für den Trick. Ich will's doch nur fangen, bitte. Oh nein, Leute, auch wenn ich low level bin. Und er höre es. Ich werde nicht einmal angreifen. Hyperball. Let's go! Nice! Letzte Shiny geholt! Meine Damen und Herren! Wir haben unser Shiny Only Run Team am Start. Wir haben 6 Shiny Pokémon. Wir haben offiziell 6 Shiny Pokémon. Wir haben 6 Shinies. Das kannst du keinem erzählen. Leute, guckt euch dieses Team an. Meine Damen und Herren, das ist unser Shiny Only Run Team. Okay, ich würde sagen, wir entwickeln Serenity weiter, ne? Serenity entwickelt sich. Ey, Leute, Mann. Oha! Der sieht voll gut aus! Ich bin gespannt, wie Knackack aussieht. Oh mein Gott! Es sieht so gut aus! Ja, moin. Achter Orden, let's go. Marvin, hast du gesehen? Ohne Item, Marvin. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ich habe damals gesagt, stellt euch vor, wie das ist, Leute. Wenn wir vor Cynthia stehen und wir haben ein Team voll mit 6 Shiny Pokémon. Heute ist es der Fall. Wir haben ein Shiny Valeria, ein Shiny Sebold, ein Shiny Friedrich, ein Shiny Serenity, ein Shiny Bulma und ein Shiny Harald. Es ist jetzt soweit, Leute. Wir sind an dem Punkt angekommen, an dem wir nur noch eine Challenge vor uns haben. Und das ist Cynthia. Und damit Notschutz. Ja, ja. Ja, okay, dann mache ich mit... Da habe ich eine Idee. Milotic, ja, Milotic wird halt Knackack One-Hitten mit vierfach Eisstrahl. Okay, Leute, let's go. Ja, ich bin so am Schwitzen, ne? Wirklich ekelhaft, ey. Wenn mit Papinella-Setupen. Ventilator eingeschunken hier, ne? Muss ich eigentlich aufmachen, also anmachen. Hätte ich es vergessen. Wir machen Falterregen auf Papinella. Wegen Speedboost. Aber die Frage ist, Alter, Papinella mit Falterregen. Ich kann halt plus 3 gehen, ne? Und dann bin ich halt plus 3 Spätsverteidigung. Was eigentlich krass ist. Gehen wir auf den Knirscher. Und wir werden jetzt rausgehauen. Wir werden jetzt quasi sowieso rausgehauen. Dankeschön, Kio. Grüß Hydropi von mir. So, okay, er schläft jetzt ein. Ich gehe auf Papinella.
Papinella muss jetzt den Job von Knackrack machen. Ich hoffe, dass Papinella das schafft, Alter. Vor allem das Gute ist, ich outspeede auch Milotic, ne, mit Falterreigen. Ich bin dann ja plus 3. So, Falterreigen. Das ist krass, oder? Das ist doch echt krass, oder? So, Falterreigen ist gut, weil wir plus... Wir gehen auch plus Spätzdev. Plus Spätz-Attack und plus Init. Schläft tief und fest. Noch eine Runde können wir machen. Das Gute ist, Papinella wird jetzt auch gleich besser tanken. Plus 3. Das heißt, wir könnten den Eichstrahl schon viel besser tanken als vorher. Zweimal maximal. Nee, glaub mir. Schläft tief und fest. Plus 4, was sagt ihr? Ja, ich gehe auf plus 4. Tiefschlag, oh, fehlgeschlagen. Wichtig, der war for free. Okay, Papinella müsste jetzt, glaube ich, das ganze Team outspeeden. Wir können auf Käfergebrummen gehen und den Spätzdev senken, aber wir können auch für eine Volltreffer hoffen. Aber ich gehe auf Käfergebrummen. Ich mache ein bisschen safe jetzt erstmal hier. Er outspeedet uns! Ach, wegen Nachthieb. Okay, wegen Nachthieb. Wegen Nachthieb, okay. Okay, der killt. Gastrodon, oh, komm mal her! Vierfach, komm mal her! Ja, okay, von mir aus. Können wir gerne so machen. Das ist vierfach, du bist sowas von raus. Du bist sowas von raus, dass du hier noch fragst. Gigasauger, komm. Friedrich Sweeptier! Okay, okay. Milotic macht jetzt Eichstrahl. Jolinas Art, vielen lieben Dank für dein Follow. Wunderschöner Name. Let's go, Ey, wenn das Papinelle hier rums... Top Genesung, mach ruhig. Besser für mich, kriege ich mehr HP. Danke. Willkommen bei den Yukis. Willkommen. So, der schmeckt, weil... Papinella ist jetzt plus Spätzdev. Plus 4 Spätzdev. Und Full Life. Papinella sweept einfach. So, okay, was machen wir jetzt auf... Sie wird jetzt nochmal Dingens machen. Ich gehe für Gigasauger Safe Play. Ich gehe für Gigasauger. Hol Milotic raus. Oh mein Gott, Papinella! Oh mein Gott, was geht hier ab? Falterreigen ist dazu broken, ne? Plus 4 Falterreigen. Wer kommt jetzt rein? Roserade. Bitte Roserade, Windschnitt. Ja, Windschnitt. Okay. Flinkklaue schneller. Oh, zack, zack, bam! Oh mein Gott, Papinella sweept! Papinella sweept hier gerade! Papinella sweept hier gerade, lol! Ah, aua! Herr Lecker! Oh mein Gott! Okay, okay. Lucario hat gut getankt. Sag ich ganz ehrlich, der hat gut getankt. Okay, aber Lucario ist nicht schneller. Das ist der Key hier hinter. Er ist zwar vom Attack her höher, aber er ist jetzt nicht schneller. Er wird jetzt Top-Genesung machen, ja. Papinella zerstört alles. Ich schwör's dir, Julina, ich schwör's dir. Willkommen, willkommen. Windschnitt. Volltreffer, oder? Ja! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hä? Als ob das gerade passiert. Crit regelt. Crit hat geregelt, ja. Aber selbst wenn es kein Crit wäre, letztes Mon, Knackrack. Käfergebrumm ist die stärkste Attacke von mir. Wir gehen auf Käfergebrumm, ist die stärkste Attacke. Flinkklaue. Hör auf! Oh mein Gott! Let's go! Es one-shottet einfach ein Knackrack. Oh mein Gott! Ohne Items, Top 4. Wir haben den Shiny Only Run offiziell beendet, meine Damen und Herren. Vor ein paar Minuten warst du nur der stärkste Herausforderer. Und jetzt bist du bereits der stärkste unter allen Trainern. Du bist unser neuer Champ. Friedrich ist ab heute der übelste MVP, Alter. Ultimative MVP Papinella. Aber Harald hat... Ohne Harald wäre das nicht möglich gewesen. Harald hat die Vorarbeit gemacht, Leute. Und alles nur, weil Harald Gena gemacht hat. Ganz genau. Willkommen in der Ruhmeshalle. Harald, der ganz brutale. Der Vorbereiter. Seebold, Mr. 124 Stunden. Friedrich, der MVP... Serenity, brutales Monster. Bulma, gruseliger als die alte Villa. Valeria, Supportero numero Rückenwind. Und das, meine Damen und Herren, war der Shiny Only Run!